Die nachfolgenden 5 Fehler können dich dein Traumabitur kosten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und es gibt 5 Dinge. Es gibt genau 5 Dinge, die dich davon abhalten können, dieses Traumabitur auch wirklich zu erreichen. Und das sind 5 Fehler, die ich immer wieder sehe. Und diese 5 Fehler sind auch wirklich unumgänglich. Also es ist nicht so, dass das Dinge sind, die, wenn du machst, nicht so ideal, sondern wenn du diese 5 Dinge nicht wirklich richtig machst, ja, wenn du die nicht wirklich richtig machst, wenn du die falsch machst, dann nur ein einziger Fehler davon wird dich dein Abitur kosten. Garantiert. Heißt nicht, dass du zwangsläufig komplett durchfällst, aber es wird garantiert dafür sorgen, dass du nicht den Schnitt erreichen wirst, den du gerne haben möchtest. Und genau diese 5 Fehler gehe ich jetzt mit euch durch. Der erste Fehler ist, kein Motiv zu haben. Wenn du kein Motiv hast, das bedeutet, dass du keinen Grund hast, warum du dieses Traumabitur überhaupt wirklich erreichen möchtest. Wenn du, und damit meine ich nicht nur, weil ich dann Medizin studieren kann. Das reicht nicht. Sondern, das machen wir zum Beispiel auch im Traumabitur-Coaching ganz, ganz stark, dass wir gleich am Anfang wirklich das tiefe Motiv herausarbeiten. Also, was ist der tiefe Grund, warum du wirklich sagst, okay, ich will diesen Schnitt erreichen? Weil du denkst dir vielleicht, ich will ein gutes Abi, weil ich will Medizin studieren. Aber das ist nicht wirklich der Grund. Du willst ja auch nur Medizin studieren, um dann wieder irgendwas machen zu können. Was ist der Grund? Das kann dann für dich sein, Menschen helfen, dich interessiert Medizin einfach, du willst viel Geld verdienen, du willst auf eigenen Beinen stehen, was auch immer es ist. Ja? Und auch die Sachen willst du wieder aus einem Grund. Ja? Zum Beispiel, du willst anderen Menschen helfen, weil es dich erfüllt. Ja? Oder du willst viel Geld verdienen, weil du Freiheit möchtest. Oder du willst dich mit Medizin beschäftigen, einfach weil du es super spannend findest. Und auch dahinter steckt wieder ein Grund und noch ein höherer Wert und im Endeffekt dein tiefes Motiv. Zum Beispiel, das muss jeder für sich selbst rausfinden, dafür braucht es auch gewissermaßen Coaching, aber ihr könnt euch dem auch selbstbewusst sein, wenn ihr da einfach nur ein bisschen tiefer in euch selbst reinschaut und schaut da wirklich so tief wie möglich in euch rein. Aber zum Beispiel bei ein paar Motive beispielsweise von unseren Coaching-Teilnehmern sind beispielsweise wie war es? Vollkommenheit, Wahrhaftigkeit, unendliche Verbundenheit und lauter solche Dinge, ja, wo ihr wirklich merkt, das sind richtig tiefe Dinge, richtig große Gedanken und Werte, Dinge, die eigentlich viel größer als das Abitur selbst sind. Aber du brauchst sowas. Du brauchst sowas, weil dich die Verbindung mit dieser Energie, die so stark ist von so einem großen Wert, die brauchst du einfach, weil nur das dafür sorgen wird, dass du das Abi auch wirklich so ernst nimmst, dass du es endlich auch an dem Schnitt ankommst. Weil du kannst ansonsten alles richtig machen. Du kannst alles richtig machen. Wenn du nicht wirklich in dir eine Sache hast und sagst, das ist so viel größer als ich selbst. Wenn du das nicht hast, dann wirst du nicht durch all die Dinge durchgehen, die nötig sind, um dein Traumabitur zu erreichen. Und deswegen bitte, bitte sei dir unbedingt bewusst, dass du das unbedingt finden musst. Die zweite Sache, die, wenn du die nicht hast, es einfach nicht funktionieren wird, ist die Lernstrategie. Wenn du die falsche Lernstrategie hast, wird es nicht funktionieren. Und das liegt ganz einfach daran, stell dir vor, du rennst super schnell, super weit und ganz, ganz lange in eine Richtung. Nur um dann festzustellen, dass es die falsche Richtung war. Dann kommst du nicht dahin, wo du hinkommen wolltest. Und du kannst anfangen, noch schneller zu laufen, noch mehr zu machen, noch weiter zu laufen, länger dran zu bleiben und was auch immer. Wenn es die falsche Art und Weise war, wenn du in die falsche Richtung gelaufen bist, dann bringt es dir nichts. Dann bringt es dir nichts. Und genauso ist es bei der Lernstrategie. Du kannst, wenn du einfach nur die Sachen immer wieder durchliest, dann ist es einfach eine viel zu oberflächliche Verarbeitung. Und dann kannst du Jahre an diesem Schreibtisch verbringen. Du wirst die Sachen niemals tiefgreifend verstehen. Und dieses tiefgreifende Verständnis ist aber nötig, um sehr gute Noten zu schreiben. Um auch in Anführungsbereich 2 und 3 wirklich auch sehr gute Noten zu bekommen. Weil du nur so eben auch wirklich die vollen Punktzahlen bei den jeweiligen Aufgabentypen erreichst. Und solange du nur so eine oberflächliche Lernstrategie verwendest, wird es einfach nicht funktionieren. Und auch da sei dir bewusst, du kannst die krasseste Morgenroutine haben, Pomodoro-Technik, sonst noch, du kannst die krassesten Produktivitätshacks anwenden. Wenn das, was du machst, in sich selbst ineffektiv ist, ist es egal,
wie viel du davon machst. Deswegen mach unbedingt eine richtige Lernstrategie. Deswegen hier rechts oben gleich mal verlinkt die AA-Methode. Es ist einfach die komplette Lernstrategie, die du für die Oberstufe und das Abitur anwenden kannst. Deswegen nutzt die unbedingt, das brauchst du einfach. Dann, dritte Sache, ohne die es nicht funktionieren wird, Ausdauer. Wenn du, es bringt dir nichts, wenn du ein tiefes, krasses Motiv hast und dann auch auf die richtige Art und Weise lernst, wenn du nicht konstant die Sachen machst, dann bringt es nichts, ja? Das ist quasi mit der Lernstrategie perfekt verwoben. Es bringt dir nichts, die perfekte Lernstrategie zu haben, die aber kaum zu machen, weil dir die Ausdauer fehlt. Und es bringt dir nichts, die ganze Zeit irgendwas zu machen, wenn es aber super ineffizient ist. Du musst beide Sachen machen. Du musst viel von einer Sache machen und die Sache muss auch effizient sein. Und wenn du es nicht schaffst, dauerhaft dich mal hinzusetzen, wenn du es nicht schaffst, mal länger als 1-2 Stunden an deinem Schreibtisch sitzen zu bleiben, wenn du es nicht schaffst, mal auch über Wochen hinweg den Lernplan so durchzuziehen, wie du es dir vornimmst, dann wird es nicht funktionieren. Da kannst du die beste Lernstrategie haben, ja, da kannst du die AA-Methode machen. Wenn du die nur 1-2 Mal machst, dann wird das nicht reichen. Ja, du musst die Dinge immer wieder wiederholen. Erfolg ist die konstante Wiederholung der richtigen Prinzipien. Und die AA-Methode ist als Lernstrategie das richtige Prinzip, nur musst du die auch konstant wiederholen. Und wenn du das nicht machst, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen werd dir bitte unbedingt bewusst, wie kannst du es schaffen, noch ausdauernder zu sein. Das machen wir im Traumabitur-Coaching ganz stark. Auf dem YouTube-Channel findet ihr auch einige Videos dazu. Beispielsweise, ihr könnt einfach mal bei YouTube eingeben, das zum einfach Leo Eckel Disziplin eingeben, gebt mal Leo Eckel durchziehen ein, gebt mal Leo Eckel fokussiert lernen ein. Die drei Videos bringen euch schon mega, mega viel und das ist einfach super entscheidend. Dann viertens, die richtige Prüfungsbearbeitung. Wenn du nicht verstehst, wie du die Prüfung richtig bearbeitest, dann kannst du dich davor, und das ist jetzt wieder das Entscheidende, es ist so wichtig, dass ihr es versteht, du kannst davor richtig Gas gegeben haben, die richtige Lernstrategie genutzt haben und die auch dauerhaft durchgezogen haben. Das heißt, du kannst wirklich perfekt vorbereitet sein. Und trotzdem, du kannst alles wissen, was es vor der Prüfung zu wissen gibt. Wenn du es dann nicht schaffst, dieses Wissen richtig auf die Aufgaben zu beziehen, dann wirst du einfach nicht dein Traumabitur schaffen. Es wird nicht funktionieren. Einfach, weil, was bringt es dir, wenn du unendlich viele Werkzeuge hast, aber nicht weißt, wie genau du die Werkzeuge anwenden sollst? Die bringen ganze Informationen nichts, wenn du nicht genau weißt, wie du sie auf die Aufgaben anwenden sollst. Deswegen schau dir bitte unbedingt unser Video zu den Operatoren an. Schau dir deine eigenen Operatorenlisten an, wenn du die bekommen hast. Und erkundige dich unbedingt davor, entweder in Bezug auf Abitur oder auf eine Klausur, erkundige dich unbedingt, wie genau, was die Anforderungen von der Prüfung sind. Ich zum Beispiel, bevor ich von meiner Psychologieprüfung angefangen habe zu lernen, die erste Sache, die ich mir gemacht habe, ist, was muss ich können? Es geht nicht darum, wie viel du lernst, es geht nur darum, wie sehr kannst du die Sachen, die dann abgefragt werden und wie sehr kannst du die dann auch auf die Aufgaben anwenden. Und deswegen bitte auch, wie ich es auch im Video zur AA-Methode gesagt habe, unbedingt Aufgaben machen. Ihr müsst Aufgaben machen, weil ihr sonst einfach nicht stark genug in der Praxis von Aufgabenbearbeitung selbst seid, die ihr aber braucht, um eben sehr gute Noten zu schreiben. Und dann der fünfte Fehler, der allerletzte Fehler, den ihr machen könnt, ist einfach, das, was war der fünfte Fehler, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, der Informationsabruf. Es bringt euch nichts, wenn ihr im Kopf alle Informationen abgespeichert habt und ihr dann auch noch wisst, wie ihr die Informationen eigentlich auf die Aufgaben anwenden solltet oder auch die richtigen Informationen gelernt habt, aber dann in der Situation, wo ihr wirklich das auch einfach hinschreiben müsst, wenn ihr es da nicht schafft, die Informationen abzurufen, ja, entweder weil ihr einen Blackout habt, ihr könnt euch nicht mehr richtig erinnern, irgendwie checkt ihr gerade nicht, was gemeint ist. Wenn ihr das nicht habt, dann merkt ihr ja schon, es ist egal, wie viele Informationen hier oben abgespeichert sind, wenn du sie nicht aufs Papier bringen kannst, dann interessiert das niemanden. So traurig ist es, aber es interessiert einfach niemanden. Und deswegen bitte, setz dich damit auseinander, wie schaffst du es, die Informationen abzurufen. Wenn du jemand bist, der damit gar kein Problem hat,
dann klick das Video jetzt weg, weil alles andere wird dich nur verwirren. Wenn du aber merkst, du sitzt manchmal in der Klausur, du hast einen Blackout, irgendwie dir fallen die Sachen nicht mehr ganz ein, dann ist es ein richtig großes Problem. Weil, und das ist so wichtig, dass du das verstehst, egal wie viel du lernst, du wirst immer wieder in die Situation kommen, wo du dich nicht mehr dran erinnern kannst. Das heißt, und das machen so viele dann falsch, sie denken, oh shit, ich vergesse öfter mal in der Klausur was, ich muss noch mehr lernen, damit ich dann mir wirklich sicher bin. Aber darum geht's nicht. Du warst dir in der letzten Klausur doch auch schon sicher, dass du die Informationen kannst, nur dann in der Prüfung ist dir nicht eingefallen. Und das hat nichts damit zu tun, dass du schlecht vorbereitet bist, sondern einfach nur, dass du nicht schaffst, diese Informationen aus deinem Kopf abzurufen. Und dafür brauchst du ein Coaching. Dafür brauchst du definitiv Coaching. Das heißt, wenn das auf dich zutrifft, dann direkt unter diesem Video bewerb dich unbedingt fürs Traumabitur Coaching, weil da brauchst du wirklich unsere Hilfe, weil das ist auch sehr individuell. Das ist in so einem YouTube-Video sehr schwer zu machen. Ich glaube, ich habe aber auch schon mal ein Video dazu gemacht, bin ich ganz sicher. Und das ist einfach super wichtig. Das ist super wichtig, weil es gibt ja nichts Frustrierenderes, als wenn du die ganze Zeit lernst, aber dann im Endeffekt es gar nicht hinbekommst, die Information noch abzurufen. Deswegen bitte beschäftige damit, komm zu uns Coaching, vor allem für diejenigen, die den fünften Fehler haben, weil das ist super entscheidend. Und auch ansonsten, seid euch bewusst, dass ihr diese fünf Fehler entweder für euch selbst lösen müsst, und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst nicht genau, wie ihr das machen sollt, dann kommt einfach zu uns ins Coaching, dann können wir das da erklären. Einfach, wie gesagt, auf den Link klicken, auch für alle anderen. Und ansonsten würde ich sagen, glaube ich immer an euch. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.